Ein Gelehrter hat sehr schöne Worte gesagt, ein Tabi'i. Er sagt, das Verlassen des diesseitigen Lebens, das ist der Verzicht auf das diesseitige Leben ist hart. Aber der Verlust des Paradieses ist noch härter. Das sind sehr schöne Worte. Aber der Verlust des Paradieses ist noch härter. Weil am Tag der Abrechnung oder im Grab schon, der Ungehorsame, der Ungläubige, was geschieht im Grab? Du bist einsam, Dunkelheit, ganz allein, eng. Zwei Engel werden auf dich zukommen. Ich erwähne diese Sache, aber viele wissen es nicht. Zwei Engel werden auf dich zukommen. Wir sind Muslimin, wir behaupten, wir sind Muslime. Viele behaupten, sie sind sogar Mu'minin, gläubig. Wenn wir gläubige Muslimin sind, dann müssen wir daran glauben, was Rasulullah s.a.w. gesagt hat. Und diese Worte, die ich gleich erwähne, sind nicht meine Worte, sondern von Muhammad s.a.w. Und der daran zweifelt oder nicht daran glaubt, hat ein Problem. Das heißt, er ist noch nicht mal gläubig, noch nicht mal Muslim. Weil wir machen Shahadatain, zwei Glaubensbekenntnisse. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Es gibt kein Anbetungswürdig außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und sein Gesandter alayhi salatu wassalam. Das heißt, wenn ich sage, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und keiner ist anbetungswürdig auf Allah, außer Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt, ich folge das, was er mir gesagt hat im Koran. Ich glaube daran und ich folge das auch. Ich lebe danach. Ich setze das in Tat um. Ich glaube an Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Prophet. Er ist von diesem Gott, von Allah gesandt, damit er uns beibringt, wie wir zu leben haben. Wenn ich an ihn glaube, ich glaube alles, was er sagt, weil alles, was er sagt, ist Offenbarung von Allah azza wa jal. Und das ist die Wahrheit. Und ich lebe auch danach. Und Muhammad hat es klar gemacht, wenn ihr im Grab sind, werden zwei Engel kommen. Diese zwei Engel haben keine Barmherzigkeit im Herzen. Kein Mitleid. Das ist die Prüfung im Grab. Und die wird jeder von uns sehen. Jeder Mensch, der je existiert hat, wird diese Strafe sehen oder die Belohnung sehen im Grab. Im Grab entweder ist es eine Grube von der Hölle oder ein Paradiesgarten. Eins von beiden. Das hängt von dir ab, wie du hier gelebt hast. Bist du fromm, rechtschaffen, tugendhaft? Du hast Angst vor Allah, du liebst Allah, du bevorzugst Allahs Gesetz, subhanahu wa ta'ala. Du lebst nach seinem Befehl, du folgst seine Befehle, du widersetzt Allah nicht und seinen Gesandten genauso nicht und die Befehle von seinem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Du lebst, wie Muhammad s.a.w. gelebt hat, bist du erfolgreich. Du bekommst schon die frohe Botschaft im Grab. Was passiert? Diese zwei Engel kommen. Der Gesandte Allah s.a.w. hat sie beschrieben. Und er bekam die Beschreibung von Jibril a.s. Jibril sagt, ja Muhammad, die zwei Engel sind blau-schwarz. Aussehen, blau und schwarz. Allah hat extra diese zwei Farben ausgesucht. Weil das sind dunkle Farben. Ja? Immer so dunkle Farben erschrecken einen, hat mit Trauer und Angst zu tun. Diese zwei Engel sind blau-schwarz, deren Augen sind wie ein Blitz. Das Licht, was aus deren Augen rauskommt, ist wie ein Blitz. Und die Stimme von denen ist wie Donner, sagt Rasulullah. Wenn es richtig donnert, jeder hat Angst. Viele kriechen sogar unterm Bett. Sie vertragen diese Blitz nicht. Und sie vertragen diese Donner nicht. Und dieser Donner ist Lobpreisung Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Donner lobpreist Allah. Jalla fi'ula. Und dieser Donner und Blitz eigentlich, hat Umar ibn Abd al-Aziz gesagt, ist der fünfte Khalif im Islam. Einmal war er unterwegs mit einem Gefährte von ihm und unterwegs hat geblitzt und gab es ein bisschen Donner. Dann lächelt er dabei. Der andere sagt, warum lächelst du? Sagt, Subhanallah, gepriesen sei Allah. Sagt, dieser Donner und Blitz, ja, ist Zeichen seiner Barmherzigkeit. Weil wenn es Blitz und Donner bedeutet, es wird regnen. Und wenn es regnet, Allah hat gesagt, wir haben durch Wasser alles lebendig gemacht. Weil wenn kein Regen mehr kommt, wenn Allah diese Regen hält, vorenthält, die Erde wird sterben. Es gibt Dürre, die Menschen sterben. Stimmt? Also durch diese Regen von Allah erkennen wir, was für eine Gabe das ist. Dieser Umar ibn Abdul sagt, wenn das Zeichen seiner Barmherzigkeit so gewaltig ist, wie ist dann das Zeichen von seinem Zorn, subhanahu wa ta'ala, am Tag der Abrechnung? Rasulullah s.a.w. sagt, Allah wird so sauer sein am Tag der Abrechnung, wie noch nie zuvor und noch nie und nie mehr danach. An diesem Tag wird Allah so sauer auf die Menschheit sein. Weil die Menschheit heutzutage, sie behaupten, sie sind klug, sie behaupten, sie sind stark, sie geben an gegenüber Allah, sie prahlen, sie vergessen Allah,
der denen das Leben sogar gegeben hat. Sie leben auf seiner Erde. Sie essen von seiner Versorgung. Sie leben in seinem Besitz. Er versorgt sie tagtäglich. Das Gute von ihm kommt jeden Tag herab, runter. Und das Schlechte von denen geht immer hoch zu ihm. Sie vergessen ihn, aber er vergisst sie nicht. Sie schlafen und er versorgt sie. Sogar es gibt Malaika, Engel, die Allah zur Verfügung gestellt hat, für Sohn Adam. Wenn er schläft, sie bewachen ihn von Insekten und alles andere. Während du schläfst, wie viele Insekten könnten in deine Nase oder deinen Mund reingehen und deine Ohren? Hast du die Macht? Wenn du schläfst, du bist weg. Manchmal braucht man vielleicht eine halbe Stunde, um dich zu wecken. Aber Allah schickt Malaika, die dich bewachen. Was für ein Gott ist er? Was für ein barmherziger Herrscher ist er, subhanahu wa ta'ala? Während du schläfst, ja, das Gute von Allah kommt immer runter. Aber Allah ist geduldig, einer seiner Eigenschaften ist geduldig. Deswegen Allah sagt, Yawm al-Qiyama ibadi, o meine Diener, ich habe euch im diesseitigen Leben genug zugehört. Ich habe euch genug zugehört. Heute hört ihr mir zu. Und das ist ein Befehl von Allah Jalla fi'ala. Niemand darf sprechen. Niemand kann sprechen. Die Menschen werden in Angst sein. Die Menschen werden schwitzen. Manche ertrinken im Schweiß. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, die Menschen werden vor Allah aufstehen, Yawm al-Qiyama, und sie werden im Schweiß ertrinken. Es ist abhängig von deiner Sünde. Je mehr du sündigst in diesem Leben, desto mehr ertrinkst du am Al-Qiyam in deinem Schweiß. Ein Tag, ein grausamer Tag. Die Bedrängnisse von diesem Tag kann man nicht beschreiben. Vielleicht eines Tages beschreiben wir sie ein bisschen, inshallah, damit wir ein Bild davon haben. Und dieser Tag ist ein Treffen für jeden von uns. Aber diese Vorstation, das ist das Grab. Und dort werden diese zwei Engel kommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, die haben einen Hammer, die haben einen Hammer aus Eisen. Sagt eine ganze Stadt in Saudi-Arabien, heißt Mina, wenn die Bewohner dieser Stadt versuchen, diesen Hammer zu tragen, schaffen sie nicht. Schaffen sie nicht. Und so stark sind die zwei Engel. Das heißt, wenn du gläubig bist und dich vorbereitet hast für diesen Tag und nach Allahs Gesetz gelebt hast, subhanahu wa ta'ala, und nach der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese zwei Engel werden kommen. Und sie schieben die Berge mit einer Hand zur Seite. So stark sind sie. Und du liegst im Qabr, im Grab. Dann sie wecken dich auf. Wenn du ungehorsam bist, diese Stimme wie Donner, wird dich total erschrecken. Du wirst eine Angst empfinden, wie noch nie zuvor in deinem Leben. Und du bekommst sogar graue Haare. Wir haben Beweise dafür. Aber wenn du tugendhaft bist, was passiert? Diese Taten, die Muslime heutzutage verrichten, das Gebet, das Fasten im Islam, die Pilgerfahrt, ja, freiwilliges Fasten, Almosen, Spenden, nachts beten, Allah gedenken, subhanahu wa ta'ala, die Schritte zur Moschee, weinen vor Allah, subhanahu wa ta'ala, aus Furcht vor Allah, subhanahu wa ta'ala, weinen aus Angst, dass man nicht mehr weinen kann, Angst, dass man nicht als Muslim stirbt, Furcht vor Allah, sich hüten vor dem, was Allah verboten hat, subhanahu wa ta'ala. Ihn zu vermissen, Jalla fi'ala. Ja? Ihn zu vermissen, die Sehnsucht zu haben, ihn zu sehen. Das Verlangen, Allah zu sehen, subhanahu wa ta'ala. All diese guten Taten im Islam, deine Geduld, dass du deine Gebete fünfmal am Tag betest, das ist nicht einfach. Du kämpfst, du strengst dich an. Warum? Damit Allah zufrieden ist. Damit du erfolgreich bist am Tag der Abrechnung. Damit du nicht als Verlierer kommst. Damit du nicht ins Höllenfeuer fallen wirst. Damit Allah stolz auf dich ist, subhanahu wa ta'ala. Und damit der Gesandte Allah sallam stolz auf dich ist am Tag der Abrechnung. Und damit du von diesem Becken trinken darfst, vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tag der Abrechnung. Weil er sagte, diese Becken, die Breite davon ist ein Monat, sagt alaihi salatu wassalam. Und die Becher sind so viel wie die Sterne im Himmel. Und das Wasser ist sogar weißer als Schnee, sagt sallallahu alaihi wasallam. Und schmeckt besser wie Honig. Und nicht jeder darf davon trinken. Und derjenige, der einmal davon, einen Schluck davon bekommt, er wird für Ewigkeit keinen Durst mehr haben.